Und hiermit willkommen zurück zu einem weiteren Beitrag. Mit der Geschichte von Deutschen in Osteuropa haben wir uns hier schon vielfach beschäftigt. Heute wollen wir etwas nicht ganz Unähnliches, aber dann doch etwas anderes tun. Nämlich wollen wir heute einen Blick auf eine Volksgruppe im Osten des historischen Deutschlands werfen, die auf ihre ganz eigene Weise schon fast eine Art Mischvolk zwischen Deutschen und Polen darstellte. In diesem Video wird es nämlich um die Masuren, die, wenn man so möchte, deutschen Polen Ostpreußens gehen. Aber fangen wir ganz von vorne an. Was sind die Masuren überhaupt? Der Begriff Masuren ist zweierlei besetzt. Zum einen beschreibt das Wort Masuren spezifisch eine Volksgruppe, zum anderen aber auch eine historische geografische Landschaft. Diese historische Landschaft ist dabei auch die Heimat der Masuren, also dieser Volksgruppe. Gelegen waren die Masuren im südlichen Teil des historischen Ostpreußens, also wenn man so möchte, im äußersten Nordosten des historischen Deutschlands. Was diese einstige Volksgruppe, die wir uns in diesem Video heute also anschauen wollen, dabei so besonders machte, ist, dass sie im Grunde eine Kultur hatte, die sowohl deutsche als auch polnische Züge hatte. Beginnen wir aber ganz von vorn. Die ersten namentlich greifbaren Völkerschaften, die im Gebiet der späteren Masuren siedelten, waren vermutlich ostgermanische Stämme wie die Skiren. In der späten Völkerwanderungszeit wurde das Land dann mehr oder weniger verlassen und es kam zur Landnahme von vorher vor allem nördlich von diesen lebenden baltischen Stämmen. Aus dem Osten und zunehmend auch den Süden zogen dann zudem slawische Stämme in den Südosten der Region. Die Landschaft der späteren Masuren entwickelte sich also zu einem Kontaktgebiet zwischen baltischen und slawischen Stämmen. Die westslawische Volksgruppe, welche sich am historischen Randgebiet der Masuren etabliert hatte, waren wiederum die Masoven. Die Masoven sprachen dabei ihrerseits also eine westslawische Sprache, die vermutlich relativ eng mit dem Proto-Polnischen verwandt gewesen sein könnte. Besonders in der Kontaktregion zu den baltischen Stämmen wurde ihre Sprache jedoch auch schon sehr bald vom Altpreußischen, also einer baltischen Sprache, beeinflusst. Einzelne Herrscher hatten es bereits um das Jahr 1000 geschafft, die verschiedenen westslawischen Stämme mehr oder weniger unter ihre hegemoniale Herrschaft zu bringen. Die Masoven nahmen in dieser Konstellation jedoch eine etwas gesonderte Rolle ein, da sie immer wieder versuchten, ihre eigene Unabhängigkeit von den anderen slawischen Stämmen zu wahren. Im Jahr 1207 gelang es den Masoven so unter ihrer Piasten-Dynastie, sich wieder gänzlich von den anderen slawischen Staaten zu lösen und ihre Selbstständigkeit zurückzuerlangen. Die masowischen Herrscher sahen sich jedoch mit zweierlei Problemen konfrontiert. Das erste Problem war die sehr dünne Besiedlungsdichte ihres Landes. Besonders im Norden und Osten ihres Herrschaftsbereiches erstreckte sich so eine im wahrsten Sinne des Wortes sogenannte große Wildnis. Dieses Gebiet bestand damals noch aus relativ dichten Laub- und Mischurwäldern, die zu diesem Zeitpunkt noch kaum zugänglich und nicht wirklich erschlossen waren. Das andere Problem waren aber auch baltische Stämme, die eben vor allem im Gebiet der später sogenannten Masuren lebten. Diese baltischen Stämme gerieten immer wieder in Konflikte mit den Masoven und es gelang ihnen entweder masowische Eroberungsversuche des Gebietes zurückzuschlagen oder ihrerseits teils erfolgreiche Einfälle in masowisches Hoheitsgebiet zu unternehmen. Ein, wenn man so möchte, drittes Problem, das wie ein Damoklesschwert über den Land der Masoven hing, war wiederum, dass die Masoven nicht abermals unter die hegemoniale Herrschaft von anderen westslawischen Stämmen oder deren Bündnissystem fallen wollten. Um mindestens zwei, wenn nicht drei dieser Probleme Herr zu werden, entschloss sich der masowische Herzog Konrad I. von Masowien im Jahr 1226 dazu, die Deutschordensritter, welche sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Siebenbürgen einen Namen gemacht hatten, anzuwerben, auf dass sie ein eigenes Ordensland im Gebiet der Prussen errichten sollten. Hiervon versprachen sich die masowischen Herzöge in erster Linie, dass die Prussengefahr gebannt werden würde, das Land, welches nördlich an ihrem Gebiet angelegen hatte, nun dichter besiedelt und damit gefestigter werden würde, aber darüber hinaus der deutsche Ordensstaat auch andere westslawische Länder, welche mit dem masowischen Herzogtum in Konflikt standen, schwächen würde. Die Bilanz der tatsächlichen Umsetzung dieser masowischen Erwartungen an die Niederlassung der Deutschordensritter in diesem Gebiet fiel dabei alles in allem ambivalent aus. Es gelang den Deutschordensrittern, so dieses Gebiet zu erobern und mehr oder weniger zu festigen. Darüber hinaus hielten sie auch aufstrebende polnische Herrscher zumindest in diesem Gebiet mehr oder weniger im Schach. Zum anderen fanden sich die Masoven, einige Territorien betreffend, jedoch sehr bald selbst in Konflikten mit den Deutschordensrittern wieder. Nichtsdestotrotz dürfte die Präsenz der Deutschordensritter in diesem Gebiet auch einer der Gründe dafür gewesen sein, dass das masowische Herzogtum bis zu einem gewissen Grad tatsächlich noch für die kommenden Jahrhunderte gewisse Autonomien selbst unter polnischer Vorherrschaft beibehalten sollte. Die südlichen Gebiete des so entstehenden Ostpreußens waren von den Deutschordensrittern abgesichert worden. Eine Bedrohung ging von diesen Gebieten nach Süden hin also nicht mehr aus.
Die Hauptansiedlung von deutschen Siedlern erfolgt jedoch schwerpunktmäßig im mittleren und westlichen Gebiet Ostpreußens. Das bedeutet, dass diese südlichen Gebiete Ostpreußens, in welchen sich also später die Masuren erstrecken sollten, alles in allem noch für eine sehr lange Zeit relativ dünn besiedelt blieben. So wurden einige dieser Regionen noch im frühen 14. Jahrhundert zu der sogenannten Großen Wildnis gezählt. Die deutschen Siedler, die also eine großflächige bäuerliche Kultur etabliert hatten, hatten sich ihrerseits nämlich vor allem im Umfeld der Pregel niedergelassen. Das südliche Ostpreußen stellte also noch für sehr lange Zeit ein regelrechtes Hinterland dar. Vermutlich in diesem Gebiet hielten sich auch die Reste der prussischen Sprache, also der Sprache des baltischen Stammes, der einst in diesem Gebiet gesiedelt hatte, noch für lange Zeit. Zu einer deutschen Ansiedlung im größeren Stil war es in dieser Region bis zu diesem Zeitpunkt nur in neu gegründeten Städten und Burgorten gekommen. Eine breitflächige bäuerliche Kultur, wie sie bereits beschrieben in den nördlicheren Gebieten, etwa entlang der Pregel entstanden war, gab es in diesem Gebiet jedoch noch nicht wirklich. Ein möglicher Grund dafür, dass diese dünne Besiedlungsdichte des Landes, das bis dahin hauptsächlich für die Holzwirtschaft, die Jagd und den Fischfang genutzt worden war, von dem deutschen Orden mehr oder weniger akzeptiert wurde, könnte auch gewesen sein, dass man glaubte, sich auf diese Weise eine Art Mark im Süden freihalten zu können. Im ausgehenden 14., aber spätestens dem frühen 15. Jahrhundert wurde jedoch klar, dass dieser Zustand nicht mehr zeitgemäß sein könnte. Man entschloss sich nun also dazu, auch den südlichen Teil von Ostpreußen systematisch auszubauen. Städtegründungen, die in diesem Gebiet bereits in vorherigen Jahrhunderten geplant wurden, wurden nun konsequent umgesetzt. In der nördlicheren Hälfte dieses südlichen Gebietes kam es zudem zur Ansiedlung von deutschen Siedlern. Um nun aber auch die südlichen Regionen dieses südlichen Ostpreußens endgültig zu einer Wirtschaftslandschaft mit Bauernstand zu machen, ging man nun dazu über, auch Siedler aus den südlich angrenzenden Masowien anzuwerben. Diese Siedler aus Masowien waren dabei ihrerseits natürlich Masowen, wenngleich eventuell fraglich ist, inwiefern zu dieser Zeit im Fall der Polen ein wirklich ethnischer Volksbegriff schon anwendbar ist oder ob dieser überhaupt in einem Sinne wie bei Westeuropäern angewendet werden sollte. Ging damit auch einher, dass diese masowischen Siedler ihre masowische, also mit dem polnischen verwandte Sprache in die Region trugen. Diese hatte sich in den Jahrhunderten zuvor den anderen westslawischen Sprachen so sehr angenähert, dass man im Grunde sagen kann, dass sie ein polnischer Dialekt geworden war. Währenddem es also im äußersten Norden Ostpreußens litauische Sprachgebiete gab und vor allem die Mitte Ostpreußens deutschsprachig war, entstand so im Süden von Ostpreußen, der vormals vorwiegend prussischsprachig gewesen war, nun ein masowisches und damit im strengeren Sinne polnisches Sprachgebiet. Auf diese Art und Weise und auf der Grundlage dieser Ansiedlungsgeschichte entwickelte sich nun auch erstmals der Name Masuren für dieses Gebiet und diese spezifische Volksgruppe. Der Begriff Masuren hat seine Wurzeln also seinerseits in dem Namen Masowen. Masowien selbst hatte sich über all diese Zeit als südlich angrenzendes Gebiet unter polnischer Oberherrschaft dennoch gewisse Eigenheiten und Autonomien bewahrt. Wirklich einverleibt wurde Masowien vom entstehenden Polen erst im späten 16. Jahrhundert. Aufgrund der vorherigen Autonomie Masowiens gab es in Masowien politische und kulturelle Eigenheiten, die nun im größeren polnischen Staat bekämpft wurden. So kam es im späten 16. Jahrhundert auch zu einer weiteren Auswanderungswelle von masowischen Protestanten in die nun im Süden Ostpreußens entstandenen Masuren. Die Masuren selbst wurden bis auf das Ermland, also die Gegend um Allenstein, dabei von der lutherischen Reformation erfasst. Das bedeutete dabei, dass die Masuren, wie die meisten anderen Teile Ostpreußens auch, also lutherisch-protestantisch wurden. Dies galt dabei gleichermaßen für die vorwiegend deutsche, städtische Bevölkerung in diesem Gebiet, wie auch die masurische, also ländliche und damit slawischsprachige Bevölkerung. Auch über dieses 16. Jahrhundert hinaus sollten sich die Masuren jedoch eine sehr eigene Kultur beibehalten. Die Kultur und Lebensweise der ursprünglichen Masowen, die also südlich der Masuren lebten, wurde in den kommenden Jahrhunderten immer stärker polonisiert. Die Kultur der Masuren, die also, wenn man so möchte, aus den Masowen hervorgegangen waren, die nun aber in Ostpreußen und damit im deutschen Raum lebten, wurden immer stärker germanisiert. Ein Ergebnis dessen war also, dass sich die Masowen und die Masuren immer weiter auseinanderentwickelten. Beeinflusst wurde die Kultur der Masuren aber auch sehr stark von der Landschaft, in der sie lebten. Wenngleich mit der Ansiedlung der Masuren also eine gewisse Bauernkultur in der Region entstanden war und die deutschen Siedler Städte und Burganlagen gegründet hatten, blieb die Region nach wie vor sehr ländlich geprägt. Die Landschaft der Masuren zeichnete sich so durch eine Vielzahl von dichten Wäldern, aber auch Seen- und Feldlandschaften aus. Neben der Fischerei spielte auch die Waldwirtschaft also eine hervorstechende Rolle. Die Landwirtschaft war ihrerseits hingegen vor allem in Gütern organisiert. Die reichen Getreideanbauflächen der Masuren sollten dabei ein Teil jener Region, die man historisch und bis vor 80 Jahren auch gerne als Kornkammer des Deutschen Reiches bezeichnete, sein. Zum einen auf Grundlage ihrer Herkunft, zum anderen aber auch auf Grundlage bereits benannter geografischer Faktoren entwickelte sich in den Masuren zudem eine eigene Bauweise.
Diese Art der Architektur, die vor allem also auf lokal gut verfügbaren Materialien basierte, hatte dabei sowohl Ähnlichkeiten zu Bauweisen, welche ihrerseits vor allem in Masowien, also polnischen Gebieten, verbreitet waren, aber zum anderen auch solche, die klassisch für den deutschen Raum waren. So bauten die Masuren sowohl Blockhütten als auch klassische Fachwerkhäuser. Abgedeckt waren ihre Häuser häufig mit Schilf oder Schindeln, seltener auch mit Dachziegeln. Die Strukturen von masurischen Dörfern waren wiederum relativ klassisch für den deutschen Raum und unterschieden sich also von den oft lose zerstreuten Straßen- oder Haufendörfern, wie sie ihrerseits im polnischen Raum verbreitet gewesen sind. Über die örtlichen Güter, festen Anlagen und Städte sowie die vor Ort befindliche Infrastruktur entstanden in der Region zudem wohlorganisierte Wirtschafts- und Handelsnetze. Auch auf Grundlage dessen und besonders ab dem ausgehenden 17. Jahrhundert verbreitete sich zudem die Zweisprachigkeit unter den Masuren zunehmend. Währenddem das Masurische, also der westslawische und mit dem polnischen verwandte Dialekt, vor allem die Sprache in der Familie und im Alltag blieb, war das Deutsche hingegen Amts- und Kirchensprache. In den Schulen und im familiären Rahmen wurden meistens beide Sprachen gelehrt, so dass die Masuren sie quasi beide muttersprachlich beherrschten. Wenngleich Ostpreußen als östliches Grenzgebiet des deutschen Raumes immer wieder von Kriegen, aber auch von Plagen heimgesucht wurde und auch dies eine gewisse Melancholie in der ostpreußischen und damit auch masurischen Mentalität bedingt haben dürfte, stabilisierten sich die Lebensbedingungen in Ostpreußen und damit auch den Masuren vor allem im 19. Jahrhundert. Diese, wenn man so möchte, gute zweite Hälfte des langen 19. Jahrhunderts stellte dabei in einem gewissen Sinne einen positiven Zenit der masurischen Kultur in Ostpreußen dar. Adolf Szymanski, ein masurischer Verleger, sollte in den späten Jahren des Kaiserreiches kommentieren: Was den Masuren kennzeichnet, ist in der Hauptsache seine polnische Abstammung, seine deutsche Schulung, seine slawische Sitte und Gewohnheit, seine deutsche Tradition, sein polnischer Familien- und deutscher Vorname, seine polnische Sprache, seine deutsche Schrift, das polnische Sprichwort, das deutsche Lied, die slawische Religiosität und die lutherische Konfession. Ebenso zu dieser Zeit kam es zudem zur Auswanderung von Masuren in westdeutsche Großstädte, vor allem in das Ruhrgebiet. Die sogenannten Ruhrpolen setzen sich tatsächlich zu nicht unwesentlichen Teilen eigentlich aus Masuren, die aus genau diesem Gebiet gekommen waren, zusammen. Wenngleich es insbesondere mit der aufkommenden Industrialisierung und der zunehmenden Entstehung der Massengesellschaft im Deutschen Reich auch dazu kam, dass sich die masurische Sprache langsam im Alltag auf dem Rückzug befand, stellten diese Jahrzehnte alles in allem dennoch eine relativ gute Zeit dar. Umso bedrückender dürfte daher die Einschätzung sein, dass es sich bei diesen guten Jahren bereits um die Abenddämmerung, die über den Masuren Einzug gehalten hatte, gehandelt haben dürfte. Im Ersten Weltkrieg sollten die Masuren Schauplatz einiger der brutalsten Schlachten, die auf deutschem Boden stattfinden sollten, werden. Russischen Truppen gelang es zunächst tief nach Ostpreußen vorzudringen und vor allem solche Gebiete, die in den Masuren gelegen waren, zu erobern. Die masurische Zivilbevölkerung litt unter dieser Präsenz massiv. Einige tausend, wenn nicht zehntausende Masuren wurden so von russischen Truppen während des Zweiten Weltkrieges deportiert und aber hunderte Zivilisten wurden getötet. Wenngleich das Deutsche Reich vor allem mit der Schlacht von Tannenberg, aber auch den Schlachten im masurischen Seenland und dem masurischen Winterkrieg das Blatt wieder zu seinen Gunsten wenden und die russischen Truppen aus Ostpreußen vertreiben konnte, war der Schaden, der in den Masuren entstanden war, sowohl materiell als auch psychologisch dennoch enorm. Nach dem Ersten Weltkrieg, der verloren gegangen war, kam es zudem dazu, dass Deutsche, die aus Polen vertrieben wurden, in den Masuren ankamen. Die Alliierten initiierten im Süden Ostpreußens, also genau dem Gebiet der Masuren, nach dem Ersten Weltkrieg wiederum eine Volksabstimmung, bei der die Masuren entscheiden sollten, ob sie zu Polen oder Deutschland gehören wollten. Die Logik hierhinter war das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die neu entstandene polnische Republik hatte so sehr große Hoffnungen darauf gesetzt, dass sich die Masuren im Fall einer Volksabstimmung mit großen Mehrheiten dafür entscheiden würden, ein Teil von Polen zu werden, da diese schließlich formal eine polnische Sprache sprachen und polnische Abstammung hatten. In einigen Fällen soll die polnische Regierung polnischen Politikern so bereits kommissarisch Oberbürgermeisterämter für masurische Städte zugesichert haben, noch bevor das Ergebnis der Volksabstimmung überhaupt feststand. Für die polnischen Ambitionen in den Masuren im Gegenzug umso hemmender war es, als sich herausstellte, dass nicht in einem einzigen masurischen Bezirk auch nur 10% der Bevölkerung für einen Anschluss an Polen stimmte und im Gegenzug viele masurische und insbesondere protestantisch-masurische Gebiete sogar zu 99% oder gar 100% für einen Verbleib bei Deutschland stimmten. Lediglich in den katholischen Gebieten der Masuren hatten sich minimale Affinitäten zu Polen gebildet, die jedoch nie über einstellige Prozentwerte für polnisch-nationale Parteien oder eben auch bei dieser Volksabstimmung hinausgingen.
da sich insbesondere in der unmittelbaren Nachkriegszeit zunehmender Konfrontationskurs zwischen Deutschland und Polen abzeichnete, versuchten sich die Masuren zunehmend von ihren polnischen Wurzeln zu distanzieren. Relativ bereitwillig verzichteten sie zunehmend auf ihre masurische Alltagssprache, was bedauerlicherweise auch dazu beitrug, dass besonders in den städtischen Gebieten Angehörige jüngerer Generation oft dem Masurischen nicht mehr wirklich mächtig waren. Wenngleich es noch zu Zeiten der späten Weimarer Republik Bemühungen gegeben hatte, diesen Trend entgegenzuwirken, sollte er sich spätestens mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten intensivieren. Unter deren Herrschaft kam es so nun sogar zur Vollgermanisierung von masurischen Ortsnamen. Nicht selten, und abermals insbesondere bei Masuren, die in den Städten lebten, kam es zudem dazu, dass diese ihre Nachnamen komplett germanisieren ließen. Bestimmte Aspekte des Brauchtums und der Tradition, die die Masuren hatten und eben nicht explizit mit ihrer slawischen Herkunft verbunden waren, wurden zu nationalsozialistischen Zeiten im Gegenzug auch gefördert. Dies galt dabei also beispielsweise in Bezug auf die masurische Tracht. Den wirklichen Untergang der Masuren sollte dann erst der Zweite Weltkrieg oder besser gesagt dessen Ausgang darstellen. Bereits im letzten Kriegsjahr wurde ein Großteil der Masuren aus ihrer Heimat evakuiert und von der Wehrmacht mit in das Deutsche Reich gebracht, den Masuren also die Flucht ermöglicht. Die masurische Bevölkerung, die verblieben war und zwischen 18 und 50 Jahre alt war, wurde wiederum nach Ankunft der Sowjetarmee von dieser in die Sowjetunion deportiert. Von diesen vorher noch verbleibenden Masuren, die nun also deportiert worden waren, kamen dabei zwei Drittel niemals zurück. Die verbleibende masurische Bevölkerung fiel wiederum zunehmend polnischer und sowjetischer Willkür zum Opfer. Bereits zu dieser Zeit versuchten also viele von den noch verbleibenden Masuren, die also nur noch einen Bruchteil ihrer einstigen Bevölkerung stellten, nach Westen und damit nach Deutschland zu fliehen. Da die Masuren formal eine slawische Sprache sprachen, die eng mit dem Polnischen verwandt war, um nicht zu sagen ein Dialekt von diesen darstellte, wurde ihnen in Polen zuweilen in Aussicht gestellt, Bürger der Polnischen Republik zu werden. Viele von ihnen wurden jedoch bereits damals als zu deutsch betrachtet. Die meisten von diesen wenigen 10.000 Masuren, die noch in dem Gebiet lebten, wanderten also spätestens nach der Entstalinisierung, also in den 50er Jahren, ihrerseits in die BRD, aber vor allem die DDR aus. Zu weiteren Auswanderungswellen kam es dann noch einmal in den 70er, aber auch den 90er Jahren, nachdem der Ostblock zusammengebrochen war. Im deutschen Raum, also wahlweise der DDR oder der BRD, assimilierten sich die verbleibenden Masuren dabei nahezu lückenlos in die deutsche Mehrheitsgesellschaft. In den historischen Masuren selbst und damit im heutigen Polen verblieben wiederum nur wenige tausend Masuren. Insgesamt stellen von den Masuren abstammende Polen, also im Gebiet der historischen Masuren, nur noch einen niedrigen einstelligen Prozentsatz an der Gesamtbevölkerung. Über 90% der Masuren sind also in das Gebiet der heutigen BRD entweder ausgewandert oder geflohen und haben sich dort assimiliert. Viele Deutsche, die formal polnische Nachnamen haben, haben diese tatsächlich aus dem Grund, dass ihre Vorfahren einmal Masuren gewesen sind. Viele Deutsche, die also vermeintlich polnische Nachnamen und damit polnische Abstammung haben, haben also eigentlich masurische Vorfahren und damit masurische Abstammung. Zumindest in den letzten Jahrzehnten gab es zudem vorsichtige polnische Annäherungsversuche an die Geschichte der eigentlichen Masuren. Die Masuren, die man also auf eine gewisse Art und Weise als deutsche Polen hätte bezeichnen können, existieren in dieser Form also nicht mehr. Hiermit wären wir aber am Ende dieses Beitrages angekommen. Gerne könnt ihr mich in der Kommentarsektion eure Gedanken zu diesem Thema wissen lassen. Wenn euch dieser Beitrag aber gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!